München. Die Sendung Join raute Young Inclusion, das bekannte Ertüchtigungsprogramm im Rundfunk für Jung und Alt, erneuert sein Konzept. Zukünftig solle es pro Folge 3 sogenannte Challenges, zu Deutsch Wettbewerbe, geben. Hier werden die Moderatoren herausgefordert. Gewinnen Sie, bekommen Sie einen sogenannten Punkt. Ansonsten geht jener Punkt an das Team. Der Spielstand am Ende der Sendung entscheidet, wer in der nächsten Folge bestraft wird. Wir wollen den Themenbereich der Inklusion mit im TV bereits bewährten Erzählmustern vermengen und somit einen billigen Abklatsch millionenfach dagewesener Massenunterhaltung liefern, so die Redaktion. Und nun der Wetterbericht, noch immer aus dem Homeoffice mit Kim Hansmann, Kim Mukenko und Kevin Hoffmann. Guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Join Young Inclusion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie ihr schon richtig sehen könnt, bin ich immer noch im Homeoffice, so wie meine zwei lieben Kolleginnen. Lieben Gruß an euch allen da draußen vor dem Fernseher aus meinem, ja, Homeoffice. Wie man vielleicht nur unschwer erkennen kann. Tja, zig Monate später immer noch im Homeoffice. Wir senden wieder von zu Hause aus. Da wir einfach gesagt haben, trotz Corona möchten wir euch natürlich nicht die neuesten, interessantesten und vielleicht auch wieder kuriosesten Join-Beiträge zeigen. Jetzt erstmal zur ersten Challenge des Tages und das war Kevins Challenge. Bevor es so richtig wild wurde in Deutschland mit Corona, haben wir schon ein paar Einspieler vorgedreht. Und deshalb durfte ich in Frankfurt sein und mit das höchste Gebäude in Deutschland sehen. Und nicht nur sehen, ich hatte auch eine Challenge. Ein goldener Umschlag hat auf mich gewartet und Mann, ich fange jetzt schon wieder an zu schwitzen, wenn ich daran denke. Viel Spaß bei diesem Einspieler. Gebt euch meine Challenge, wie ich es geschafft habe, nach ganz oben zu kommen, mit ganz fiesen Hindernissen. Ich bin jetzt momentan so viel rumgekommen, du Berlin, München, Stuttgart, Hannover. Ich weiß gar nicht, in welchem Hotelbett ich zuletzt alles geschlafen habe. Jetzt sind wir hier. Über Frankfurt weiß ich eigentlich nur, dass das so quasi die Finanzstadt ist. Hier sind sehr viele Banker und Aktionäre am Start. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, optisch passe ich ja heute perfekt hier rein. Mein neuer Stil, den ich versuche zu etablieren, nun wie ein Erwachsener auszusehen, mit langsam Anfang 30, der wurde nicht so ganz von dem Team richtig angenommen. Ich wurde die ganze Zeit fertig gemacht, dass ich aussehe wie so ein Möchtegern-Banker. Also von diesen ganzen Hochhäusern hier in Frankfurt ist mir eins natürlich besonders aufgefallen und das war dieser Tower von der Commerzbank. Und da ging es halt auch so langsam straight drauf zu. Wow. Dann sind wir halt in das Gebäude tatsächlich reingegangen. Es war eine riesige Halle, total imposant. Das ging Stockwerk über Stockwerk ganz weit nach oben. Der Albtraum eines jeden Rollstuhlfahrers. Das Gute an deiner grazilen, beweglichen Figur, du kannst die Treppe nehmen. Was für ein Glück. Der Commerzbank Tower ist das höchste Gebäude Deutschlands. Knapp 260 Meter, 56 Stockwerke, 1090 Treppenstufen bis zum Dach. Du hast 20 Minuten Zeit. Ach, noch was. Sollte dein Fastfood-geschädigter Körper den Puls von 90 überschreiten, bekommst du einen Teil unseres Equipments. Bei 10 weiteren Herzschlägen mehr ein weiteres Teil. Du verstehst, wo das hinläuft. Wenn du Glück hast, bist ganz zur Spitze. Die Zeit läuft. Das bedeutet 56 Stockwerke ganz steil hoch. Aber das war auch noch nicht alles, denn ich habe ein Pulsmessgerät bekommen. Ich habe sowieso immer rum, hätte ich mal keinen Kaffee noch getrunken. Der Witz an der Sache ist, ich habe jetzt sowieso schon irgendwie einen Puls von 83. Ich darf nur auf 90. Wie soll das funktionieren? Und ich frage mich manchmal wirklich, wer von euch im Team diese Ideen hat. Ich hasse Join nicht. Ich hasse Join nicht. Und los!
Pipi-Kram, Pipi-Kram. Ja, und dann ging's los. Ich angefangen da hochzurennen, hab mich natürlich schlau, ich bin am Geländer hochgezogen und das Kamerateam kam eigentlich gar nicht mehr hinterher. Das war lustig. Ja, die ersten Stufen liefen ganz gut, so im wahrsten Sinne des Wortes. Es war gar kein Problem, bis dann das erste Mal gerufen wurde, Stopp! Stopp mal! Kevin, stopp! Hast 90, so, 90 Puls, Kevin. Wenn du hier die Lampe, einfach... Die ganze Lampe? Ja, die ganze Lampe. Alter, die wiegt doch! Was wirklich, wirklich nervig war, war, dass ich die Beine von den Lichtern nicht zusammenklappen durfte. Das bedeutet, es war so sperrig und unhandlich und ich durfte nirgendwo gegenstoßen. Man darf ja nicht vergessen, dass ich auch nur 20 Minuten Zeit hatte, um bis nach da oben zu kommen. Und das Problem war der Ausgleich zwischen Zeit, sich nicht zu sehr hetzen, damit der Puls nicht hochgeht, aber es trotzdem noch rechtzeitig schaffen. Ach, immer schleppen. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Das Ganze war ein Marathon und kein Sprint. Nachdem die ersten 20 Stockwerke super easy waren und ich dachte, super, ein Drittel ist geschafft, habe ich dann aber langsam die Beine gemerkt. Stopp. Der Puls. Stopp, dein Puls ist jetzt... 120. Okay, weiter geht's. Teach my soul to sing your song. Du bist in so einem kleinen, engen Treppenhaus, musstest Stockwerk für Stockwerk nach oben rennen, hast jedes Stockwerk über die Zahl gesehen, wo du dich gerade befindest. Und das war echt heftig. Kevin, wir sind bei 110. So, Kameratasche. Hier ist eh schon Schweiß gebordet, glaube ich. Und spätestens ab Stockwerk 35 habe ich gemerkt, ob ich das wirklich noch schaffe. Da war ich mir kurz unsicher. Der Schweiß lief mir die Stirn runter in die Augen. Ich konnte es mir nicht mal wegwischen, weil ich diese zwei doofen Lampen in der Hand hatte. Und da habe ich am Ende dann nochmal versucht, alles zu geben. Und, wie geht's, Kevin? Ja, gut. Aber du schwitzt ein bisschen, oder? Und dann dieser Moment, als ich oben angekommen bin. Zwei Lichter in der Hand, diese schwere Tasche umgebunden und ich stand auf dem Dach. Ich habe die ganze Skyline von Frankfurt gesehen und mich einfach nur noch wie der König von Frankfurt gefühlt. Du warst von der King dieser Herausforderung. Was für eine Challenge wollt ihr mir als nächstes geben, hä? Hier habt ihr eure Lampen wieder. Die dürft ihr nämlich selber runtertragen. In diesem Sinne... 18 Minuten 10. 18 Minuten 10. Nächstes Mal schaffe ich das in 15. Hui. Und warum mussten wir die ganzen Sachen mit nach oben nehmen ins 56. Stockwerk? Weil natürlich ein Interview stattfinden sollte auf dem Dach. Aber Kevin, warte mal. Ich glaube, die Lampen hätten wir gar nicht gebraucht. Hier oben ist ja Sonne. Bis wir dann oben angekommen sind, ja, und uns aufgefallen ist, dass es auf dem Dach natürlich hell ist und wir Tageslicht haben und wir gar keine Lichter brauchen. Nächstes Mal könnt ihr mir auch einen Bleigurt von so einem Taucher umbinden. Ich reiß das hier trotzdem ab in unter 20 Minuten. Schaut euch das an. Eine königliche Aussicht für den König dieser Challenge. Es hatte ein wirkliches Gefühl von Freiheit, dann auf diesem Dach zu stehen. Es ist das höchste Gebäude Deutschlands und auf dieses Dach kommt man ja normalerweise als gewöhnlicher Tourist auch nicht. Es war dann schon wirklich eine Ehre, dort oben sein zu dürfen und da hat sich dann auch die Anstrengung für gelohnt. Meine Challenge hat ja nicht nur das Team an die Grenzen gebracht, sondern ich habe auch noch für die Moderatoren einen Punkt geholt. Also, liebes Team, wenn ihr mich das nächste Mal herausfordern wollt, dann vielleicht nicht mit sowas Sportlichem, weil da stecke ich euch alle total easy in die Tasche.
Und habt ihr sehen können, wie fies meine lieben Kollegen vom Set gewesen sind? Da haben sie sich noch gedacht, dass sie mich fertig machen. Aber ich habe es nach ganz oben geschafft und war richtig stolz auf mich. Und das Allerbeste dabei war, die haben komplett vergessen, dass sie ja selber mit der Kamera da hoch müssen. Im Endeffekt habe ich am Ende mehr gelacht als das Team. Das ganze Thema Höhe geht aber nicht nur mich was an, denn auch meine liebe Kollegin Kim Hansmann hat doch ihre Probleme mit der Höhe. Und Kim, ich wollte mal wissen, wie schaut's denn bei dir eigentlich aus? Ja, Kevin, das ist richtig. Ich musste diesmal etwas mit Höhe machen. Aber was genau und ob das besser lief als beim letzten Mal, das möchte ich euch jetzt zeigen. Komm nicht weiter. Nee. Ja, ich kann es nicht. Wie oft denn noch? Mir zittern die Beine, Leute. Ich muss hier runter, wirklich. Liebe Kim, willkommen im Kletterwald Kassel. Idyllisch, oder? Okay. Als Angsthase hattest du dich nicht getraut, Fallschirm zu springen. Mal schauen, ob du zumindest hier deine Höhenangst überwinden kannst. Den Punkt für die Moderatoren holst du nur, wenn du innerhalb von 20 Minuten den vor dir liegenden Parcours schaffst. Keine Sorge, den bewältigen sogar Kleinkinder. Aber auch Pussys wie du? Ich kann ehrlich gesagt nicht mal von dem Balkon gucken, ohne dass mir schwummerig wird. Aber ihr musstet mich ja heute wieder mal zur Höhe zwingen. Und weil der Parcours nur zu zweit begehbar ist, geben wir dir unseren Angsthasen Nummer 1 mit an die Hand. Redakteur Thomas. Okay, gleich vorweg. Er wird dir keine große Hilfe sein. Nun hast du also zwei Herausforderungen, Hals- und Beinbruch. Muss ich solch ein Handicap kriegen? Ist das Ziel der Aufgabe, dass wir beide das überleben? Ziel ist, dass du das schaffst und den Punkt holst, mit mir als Handicap. Ich stelle mir das mit dir durchaus sehr schwierig vor, wenn ich mich mal hier so umgucke. Das überleben wir nicht. Man macht sich halt die Gedanken, dieses Geschirr ist das, was mich letztendlich sichert. Wenn ich falle, rettet mich das. Ich fand es ein sehr beklemmendes Gefühl, aber letztendlich, also ganz vertrauen konnte ich nicht. Wir gehen vorweg. Katha, du kommst hinterher. So, einen so rum. Thomas, das ist eine scheiß Idee. Ich habe jetzt schon Höhenangst, ne? Alter, ich zitter am ganzen Körper. Oh. Das könnt ihr knicken. Ja, das meine ich ernst, das könnt ihr knicken. Geh du mal bis nach hier oben hoch, für dein Gefühl, und dann sag du mir mal, ob du das hinkriegst. Das ist der Nachteil bei panischer Höhenangst. Du kannst dich dann irgendwann nicht mehr bewegen. Du steigerst dich ja auch so in diese Situation hinein. Hinzu kommt halt meine akute Beinschwäche durch die Multiple Sklerose. Plus dann diese Ausnahmesituation mit der Höhe hat mir die Luft zum Atmen genommen. Das ist für mich Oberkante, Unterkante. Willst du es nicht mal probieren hier oben? Mir zittern die Beine, Leute. Ja. Yeah. Thomas, ich kann das nicht. Das ist mein absoluter Ernst. Ich muss hier runter, wirklich. Leute, ich kann mich hier nicht bewegen. Ich bin stockesteif. Du willst runter. Du willst runter. Mein Kopf hat mir nur noch gesagt, runter, runter, weg, weg, weg. Naja, letztendlich habe ich das natürlich gemacht, einfach um mir von euch das nicht die nächsten 3, 4, 5 Jahre anhören zu müssen. Ich bin oben. Also dachte ich mir zumindest, versuch schon mal oben auf der Plattform zu stehen. Wenn du oben stehst, hast du zumindest schon mal das geschafft. Ich mache mich einfach hier oben irgendwo, ne? Genau. Genau, okay. Und jetzt gehe ich los. Ich gehe jetzt wirklich los. Du kannst dich sicher fühlen. Halt die Klappe, Thomas! Ich dachte mir in dem Moment wirklich so, okay, kurz und schmerzlos, mach den ersten Schritt. Ab da kannst du nicht irgendwie zurück. Das ist nicht mein Punkt. Halt doch die Schnauze! Das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, war deine Stimme zwischendrin. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße.
Scheiße, ach du Scheiße. Oh, ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Kim. Das sah bei dir so einfach aus. Ich weiß nicht, ob ich darüber rutschen kann. Soll ich zuerst? Ja. Wie kommst du hier rum? Wie muss ich jetzt? Nee, alles gut. Also, ein da rein. Die Rutsche kam mir als nächstes. Kim. Dann dachte ich mir, okay, ich gucke erstmal, wie du das machst. Ja, scheiße, und nu? Und jetzt? Solltest du da drüben ankommen, kann ich immer noch sagen, ja, ich komme hinterher. Diese paar Sekunden vor dieser Plattform, die du in der Luft hängst und du einfach weißt, es passiert jetzt nichts. Magst du mich einhaken, dann probiere ich es. Merkst du, wie du im Gurt sitzt? Das ist schon mal gut, dann hast du das Vertrauen, weißt du? Okay. Kann dir also nichts passieren. Okay, und los. Thomas? Fuß runter. Thomas? Ich hab dich! Yes! Thomas? Thomas, jetzt muss ich runter. Jetzt hat Thomas geschafft, ja. Ich kann nicht mehr. Da war dann bei mir, meine Beine haben gezittert. Ich hab mich schwach gefühlt. Ich hab diesen Baum panisch umklammert. Meine Hände haben gezittert. Und ich wollte da nur noch schnellstmöglich runter. Soll ich vorgehen und du kommst nach? Ich gebe den Punkt an dich. Du darfst gerne weiter, aber ich höre hier auf. Nicht probieren? Nee. Ah. Mein Körper hat mir ganz klar gesagt, nein, ich musste aus dem Nichts anfangen zu heulen, weil ich so Angst hatte, weil ich diese Situation, ich will nicht sagen, nicht gewachsen war, sondern einfach nicht mit umgehen kann. Genau. Feierabend. Warum haben wir keine besseren Ideen? Warum müssen wir uns gegenseitig quälen? Warum? Ich habe es probiert. Ich habe 2 Stationen geschafft. Das hätte ich mir ehrlich gesagt am Anfang gar nicht zugetraut bei meiner Höhenangst. Weshalb ich sage, es ist okay, wenn ich abbreche. Aber ja, ich bin stolz auf mich, dass ich meine Höhenangst zumindest etwas überwinden konnte. Dampfung! Oh! Ah, wir haben Punkt. Wir haben Punkt. Ja, was soll ich euch sagen? Der Punkt geht ans Team. Es war für mich ein super, super schlimmes Gefühl, dort oben zu stehen. Ich habe wirklich panische Höhenangst, wie man das auch, glaube ich, sehr gut sehen konnte. Nichtsdestotrotz war ich sehr, sehr stolz, dass ich mich zumindest dort hoch überwinden konnte. Ich 2 Aufgaben geschafft habe. Ich bin gerutscht. Darauf bin ich mega stolz, weil ich eigentlich dachte, wie ich dort unten stand, okay, du gehst da gar nicht hoch. Von daher, schade um den Punkt. Aber für mich trotzdem ein ganz, ganz großer Schritt. Deswegen, Kim, nun steht es 1-1. Ich hoffe, du kannst das Ding für uns noch wenden. Oh nein, jetzt bin ich das Zünglein an der Waage und alles hängt von mir ab, ob wir Moderatoren noch gewinnen können oder nicht. Ich will ja unbedingt, dass wir gewinnen, weil ich hätte nämlich echt eine coole Challenge für das Team. Das muss ich schon sagen, da hätte ich echt richtig Bock drauf. Ähnlich wie bei Kevin und bei Kim ging es auch für mich hoch hinaus, aber eben auf eine sehr, sehr, sehr spezielle Art und Weise. Ich hatte sehr viel Angst. There's a lot more rain in Houston than I ever thought. Dann ewig lang an so einer Bushaltestelle gewartet, war ich zwischenzeitlich ein bisschen genervt, weil ich dachte, oh Mann, wo bleiben die Jungs? Ein bisschen typisch. Ja, ich dachte, was kann denn da im beschaulichen Allgäu denn passieren? Liebe Kim, noch nie war es so leicht, einen Punkt für die Moderatoren zu holen wie heute. Auf dich wartet ein leckeres, hausgebackenes Stück Kuchen. Wenn du diese Kalorienbombe komplett aufisst, hast du die Challenge gewonnen. Easy, oder? Es kommt noch besser. Um deinen Magen davor zu entspannen, haben wir dir einen kurzen Flug über das idyllische Schwabenland organisiert.
also ich meine jetzt so ein bisschen Flugzeugfliegen hört sich an sich gut an, ne? Monday is busy, Tuesday I feel dizzy. Mein Name ist Peter Lukaschek, mein Spitzname ist Luke. Ich betreibe seit 28 Jahren den Flugsport und betreibe seit 12 Jahren Kunstflug als Teil des Hobbys davon. Und ich werde die Kim jetzt mitnehmen auf eines der größten Abenteuer, die sie wahrscheinlich erleben kann. Also es gibt dabei zwei Herausforderungen. Kunstflug, ich weiß nicht, wer das von euch schon alles gemacht hat. Und eine deftige, fettige, eklige Torte danach zu essen, ist nicht so geil. Mit einem schwummrigen Magen. Wir werden die Horizonte drehen lassen. Wir werden mal blau unten, grün oben sehen. Wir werden uns die Welt von oben aus ganz verschiedenen Winkeln angucken. Als der Luke, mein Pilot, mir erzählt hat, was wir denn da so in der Luft machen, ist mir echt richtig schlecht geworden. Und da war der Moment, wo ich das erste Mal mir so ein bisschen vorstellen konnte, was da auf mich zukommt. Wir werden senkrecht nach oben gehen, senkrecht nach unten. Wir werden Überschläge machen, wir werden Rollen machen. Und wir gucken einfach mal, ob das der Kim genauso viel Spaß macht wie mir. Ich bin seit 15 Jahren, schätze ich, keine Achterbahn gefahren. Und das auch mit gutem Grund. Ich würde es nie freiwillig machen. Ach, ist eine Kotztüte, hm? Ich habe mich die ganze Zeit festgeklammert. Diese Angst und Nervosität, Mist, was kommt da auf mich zu? Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, wie dieses Gefühl ist in diesem Flugzeug, wenn es sich umdreht, auf dem Rücken steht. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Als es dann so richtig angefangen hat, kann mich erinnern an die erste Figur. Das war so schlimm. Bei mir hat sich alles umgedreht und ich habe tatsächlich für ein paar Sekunden gedacht, ich muss mich übergeben. Das Gefühl war wirklich schrecklich. Da war dann der Moment, wo ich dachte, okay, vielleicht schaffe ich es nicht. Also es war nicht nur der Magen, es war auch der Kopf, es war der ganze Körper. Also es war total verrückt. Mein ganzer Körper hat irgendwie verrückt gespielt und es hat sich für mich echt gar nicht gut angefühlt. Geht jetzt so langsam zu Ende. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe so ein bisschen gedacht, wir könnten eigentlich noch weitermachen. Total verrückt. Ich war sehr glücklich, als wir gelandet sind. Nicht nur, dass wir gelandet sind, sondern eben, dass ich das geschafft habe und dass ich das gemacht habe, dass ich das machen konnte. Aber ich wusste ja, da wartet noch was auf mich. Eine sehr, sehr mächtige und fettige Schokoladensahnetorte. Das musste ich komplett leer essen. Mit nicht so tollem Magen, noch mit Schwindel im Kopf. Ja, darauf hätte ich verzichten können. Auf jeden Fall hast du ordentlich gespritzt hier mit Sahne. Habt auf jeden Fall nicht gespart. War natürlich so, ja, packe ich natürlich und ich zeig's euch. Am Anfang ging das auch noch, als die Torte, weißt du, vorne an der Spitze noch so schmal war. Also
Eigentlich würde ich jetzt gerne aufhören. Ganz ehrlich, ich hätte nach 3 Gabeln eigentlich aufhören müssen. Es ist mega viel Sahne. Total übertrieben, ehrlich. Ich habe mir echt schwer getan. Mir ist es öfters hochgekommen. Ich hätte am liebsten aufgehört, aber ich habe immer im Kopf behalten, ich will unbedingt diese Challenge gewinnen und deswegen habe ich das in mich reingestopft. There's a lot more rain in Houston than I ever thought. Lecker. Fettige Sahnetorte. Ja, ich habe heute einen Punkt geholt für unser Moderationsteam. Was soll ich sagen? Ich bin mega stolz. Ich glaube, heute Nacht, wenn ich im Bett liege oder heute Abend, vielleicht kommt sie auch noch ein paar Mal hoch. Ah, ich habe diesen Kunstlook tatsächlich hinter mich gebracht und das hat zum Schluss sogar ein bisschen Spaß gemacht. Wer hätte das für möglich gehalten? Ich bin mega stolz auf mich, noch immer. Und ich glaube, man sieht es in dem Moment, als ich aus dem Flugzeug aussteige. Was bedeutet das? Wir haben gewonnen, 2-1. Wir sind die Besten, wir sind die Besten. In der nächsten Join-Folge könnt ihr euch gefasst machen auf eine mega coole Bestrafung. Ich habe auf jeden Fall schon eine coole Idee in meinem Kopf. Und liebes Redaktionsteam, macht euch darauf gefasst. Das wird nicht ohne. Wenn ihr Ideen habt, womit wir uns battlen sollen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Kontaktiert uns bei Facebook, Instagram. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich diesen Kunstlook tatsächlich hinter mich gebracht habe. Wir sind bereit für weitere Challenges. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei dieser Folge Join. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat und dass meine 2 Co-Moderatorinnen auch viel Spaß hatten. Denn ich vermisse sie sehr und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge dann alle wieder im Studio treffen können. Deshalb bleibt gespannt, bleibt dran und wir sehen uns in der nächsten Folge Join. Macht's gut, join us und ciao.